Episode 18. Kaal Dojun. Stundenlang saß Sesmodien nun hier, im Skyhaven-Tempel, vor Alduins Wand. Er dachte nach, über das, was passiert war, über das, was noch passieren musste. Espen und Delphine erkundeten die Höhle selbst. Delphine aus Interesse an dem, was ihre Vorfahren und Vorgänger ihr hinterlassen hatten. Der Zeit, in der sie lebte, hinterlassen hatten. Sie konnte sich keinen Reim daraus bilden. Espern jedoch hatte die ganze Zeit über diesen wissenden Blick in den Augen. Es war Zeit für Sesmodien, sich ein wenig mehr umzusehen und dann Antworten vom alten Mann zu fordern. All das hier wirkte, als hätten die Klingen urplötzlich aufbrechen müssen. Sie mussten alles stehen und liegen lassen. Was hat sie hier vertrieben? Oder waren es äußere Umstände, die sie gezwungen haben, irgendwo hinzugehen? Rätselhaft. Wenn man den Erzählungen Glauben schenkt, haben sie den Kampf gegen die Drachen ultimativ verloren. Sie hatten einfach nie die Gelegenheit, hierher zurückzukehren. Okay, vielleicht wissen Delphine oder Espern mehr darüber. So, liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, an dieser Stelle muss ich mich leider als Spieler und Erzähler und Erschaffer von diesem Projekt einschalten. Wir müssen ein bisschen off-Roleplay gehen und so weiter. Ihr seht es doch schon in diesem Moment. Wie ich ja gesagt habe, Esperns Dialog ist leider kaputt. Liegt wahrscheinlich an mehrfachen Mods, die ich installiert habe. Wie gesagt, mein Gerüst umfasst ja ca. 160, aber darauf gehen wir jetzt mal nicht näher ein. Wie gesagt, es funktioniert einfach nicht. Ich habe lange überlegt, wie ich es mache, ob ich ihm im richtigen Moment stoppe, dass wir die Dialogzeilen von ihm sehen, dass ich die für euch nachvertone, als wäre ich Espern und so weiter. Macht alles wenig Sinn, lasst die Bilder auf euch wirken und lasst euch von mir zusammenfassen. Also grundlegend ist es so, dass wir Espern natürlich fragen, ob er jetzt hier durch Alduins Wand sehen kann, wie Alduin denn zu bezwingen ist. Und er sagt, er weiß es nicht so genau, aber er schaut mal, ob er an dieser Wand den richtigen Abschnitt findet, der vielleicht auf etwas hindeutet. Und kommt dann auch tatsächlich drauf, dass etwas darauf abgebildet ist. Und ultimativ entdeckt er, dass Alduin damals durch einen Schrei bezwungen wurde, durch einen Thum. Ist also quasi durch die Macht der Drachen selbst besiegt worden. Was genau das ist, weiß man zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht. Ihr seht, ich muss ihn hier auch immer wieder ansprechen. Immer wieder sagt er dasselbe ohne Ton, damit dann Delphine ultimativ anfängt, weiterzusprechen. Er ist natürlich auch fasziniert von dem, was er hier gefunden hat. Er findet das alles sehr künstlerisch und das ist quasi hier ein beträchtlicher geschichtlicher Fund, der eigentlich untersucht und gehuldigt, gehuldigt gehört. Aber wie gesagt, ultimativ kommt man darauf, dass wohl ein gewisser Schrei für den Sieg über Alduin verantwortlich war. Schauen wir doch mal, was sich weiter noch so ergibt. Tut mir leid für den technischen Fehler.
You ever heard of such a thing? A shout that can knock a dragon out of the sky? Ein Schrei, der einen Drachen vom Himmel holt. Vielleicht wissen die Graubärte etwas darüber. You're probably right. I was hoping to avoid having to involve them in this, but it seems we have no choice. Ich werde dorthin gehen und Arne Gehr fragen, ob er diesen Schrei kennt, von dem hier die Rede ist. Right. Good thing they've already let you into their little cult. Not likely they'd help Esbern or me if we came calling. We'll look around Skyhaven Temple and see what else the old Blades might have left for us. It's a better hideout than I could have hoped for. Talos guard you. Wir sollen also schon wieder auf diesen Berg steigen. Langsam komme ich mir wie ein Botenjunge vor. Ich weiß, was du meinst. Aber es ist unsere einzige Chance. Wir müssen diesen Drachen aufhalten. Er ist eine viel zu große Bedrohung für diese Welt. Für unser Ziel. Und ich bin immer noch davon überzeugt, dass wir auf diesem Weg Arkis finden werden. Sismodion wollte sich also auf dem Weg zum Hals der Welt machen. Auf direktem Weg. Als ihn eine Gefahr, die ihn seit Wochen verfolgte, wiederfand. Einer der Aufgestiegenen ist hier. Öffne dein Gewehr. Zeit, die Aufgestiegenen zu dezimieren. Er lässt die Luft- und Lichtpartikel uns herum in Flammen aufgehen. Unglaublich. Dann müssen wir ihn so schnell es geht loswerden. Lang halten wir das nicht aus. Panzer ist hart wie Metall. Das ist unmöglich. Er kann sich nicht mehr in der Luft halten, das ist unsere Chance. Los!
Diese Biester sind zäh. Ich würde fast sagen, selbst dein Gewirr ist nicht stark genug. Hüte deine Zunge. Du kanalisierst nicht ich. Karl Dojung. Einer der Aufgestiegenen. Sie müssen wissen, was wir vorhaben. Dass wir zu den Graubärten wollen. Sie versuchen uns mit allen Mitteln aufzuhalten. Wir müssen uns beeilen, Bane. Die Zeit läuft uns davon. Und ich hoffe nicht, dass das Ganze so endet, wie ich es bis jetzt vermute. Ich glaube, wir spielen hier gegen eine viel höhere Macht, als wir es uns bis jetzt gedacht haben. Ich glaube, ein Gott hat diese Erde betreten. Und er verfolgt seine ganz eigenen Ziele. Wenn stimmt, was du vermutest, dann haben wir ein sehr großes Problem.